Ich frage mich, was ich hier drin wohl über das Kind erfahren kann. Ja, hier gibt's ja diese ganzen Kinderspielsachen. Ich wette, irgendjemand wollte Socken stricken, die aber viel zu lang wurden. Und so ist die Schlange entstanden. Ah. Ah. Können wir doch die Schlange, Mr. Knuddel. Hallihallo, Leute, willkommen zurück zu Broken Age. Und zwar sind wir hier immer noch auf dem Raumschiff von Shay eigentlich, ne? Das sich auf einmal bewegt hat. So, und jetzt werden wir mal hier gucken, was Vella hier so alles erlebt, ne? Bist du auch ein Gefangener von Mok Chotra? Du bist wohl eine Maid aus der Welt der Sechsecke. Genau. Keine Sorge, kleines Sechseckmädchen. Ich finde die anderen Maiden und dann verschwinden wir alle von hier, klar? Klar, Sechseckmädchen. Ich glaube, das ist auch nur ein Hexenaut eigentlich. Bist du auch ein Gefangener von Mok Chotra? Nein. Was haben wir da? Ich muss was repariert werden. Oh, ja. Da auch, ne? Nein, das darf ich nicht anfassen. Ich würde einen Stromschlag bekommen. Warnung. Gegenstände, die in den Milchschlucker gesteckt werden, werden ins All geschossen. Ja. Irgendwo muss es ja auch hin, ne? Wenn ich nur wüsste, wie man sowas repariert. Ist das ein Zug? Die Tür geht nicht auf. Ah, Tür kaputt. Aber hier kommen wir durch. Gut. Mann, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Vielleicht lebt Mok Chotra ja wieder. Nun ja, so gut sieht er nicht aus. Ja. Oh. Sieht alles nicht so fröhlich aus. Offenbar ist etwas Schreckliches hier drin. Aber was? Die Tür geht nicht auf. Ja, gut. Hier muss was repariert werden. Ist ja irgendwie alles kaputt. Oh. Ist das viel Müll? Gut, dass man es einfach wegschieben kann, ne? Da haben sie vermutlich wohl Sachen geschmolzen. Nee, das ist sie abgesperrt, oder die Lawine, die Eislawine. Das ist brandgefährlich. Alles gefährlich hier. Alles kaputt. In der Höhle des Monsters, beziehungsweise Schiff. Ob Monster oder Maschine, ich habe es schon vorher zu Fall gebracht. Von innen sollte es noch einfacher sein. Hier haben wir ja wieder unsere Attrappe. Ist das die Intelligenz? Sieht wichtig aus, aber irgendwie auch unecht. Wahrscheinlich eine Attrappe. Ja, richtig. Das ist brandgefährlich. Ja. Abgeschlossen. Wenn ich die Intelligenz dieser Operation finden könnte, dann kann ich vielleicht alle Türen öffnen. Intelligenz ist auch gut. Ist das auch zu... Abgeschlossen. Und dann auch noch draußen. So schnell. Ja. Oh, guck mal. Kaputt. Hallo da drin. Hallo. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Ich heiße Vella Tartin und bin hier, um dich auszuschalten. Hast du Martin gesagt? Ist das eine deiner Witze, Shay? Nein. Betriebstechnik? Nur eine routinemäßige Wartung. Betriebstechnik? Wovon sprichst du? Bist du das, Shay? Ja, ich bin's. Shay. Wirklich? Ist das wirklich du, Shay? Ja, klar. Die Stimme hört sich so seltsam an. Ich wurde verletzt. Deswegen klingt meine Stimme so komisch. Oh, das hört sich erschrecklich an. Wenn es denn wahr ist. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ich bin's. Erkennst du mich etwa nicht? Nun, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Na schön, ich bin nicht Shay. Was? Willst du etwa ein grausames Spiel mit mir treiben?
Wenn du mir nicht glaubst, dass ich Shay bin, dann gehe ich eben. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Mein Sohn würde das verstehen. Vielleicht. Jetzt müssen wir natürlich noch beweisen, dass wir Shay sind, sonst wird uns die ganze hier überhaupt nichts. Okay, was dann. Ist das? Eine Art Wohnbereich? Hier sieht man übrigens mal, wie das Ganze hier abläuft. Hier ist eigentlich auch nur was drüber, dass das Ganze so ein bisschen kaputt haut. So. Kommen wir hier runter? Irgendjemand hat diesen Lüftungsschacht aufgebrochen. Ich frage mich, warum. Gibt wohl nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ja, wo reingehen. Hier ist ja auch Merrick noch da. Ah, Shay! Du! Du bist es also, die Letzte! Die Letzte? Wer bist du? Steuerst du dieses Monsterschiff? Nein, sie kontrolliert es, die Intelligenz. Ich war nur ein blinder Passagier, der geschickt wurde, um den kleinen Jungen zu retten. Wovor wolltest du den Jungen retten? Ja. Vor ihr, die sie Mama nennen. Sie wurde dafür programmiert, den Jungen zu beschützen, aber sie tut es ohne Sinn und Verstand. Jetzt ist er ihr Gefangener. Wir alle sind Gefangene. Wer ist sie? Ich meine, wer ist sie wirklich? Sie ist die Intelligenz dieses Schiffs. Intelligenz. Sie im Raum neben der Kantine. Aber sei vorsichtig. Sie hat überall Augen und Hände. Der Junge ist kein Gefangener mehr. Er ist geflohen, als ich an Bord gekommen bin. Verstehe. Nun, das sollte die Mission nicht beeinträchtigen. Welche Mission? Die Kontrolle über das Schiff zu erlangen und diesen Wahnsinn zu beenden. Okay. Hat der Junge die Maiden entführt? Nein. Und ja, er hat sie ausgewählt. Aber er wusste nicht, was er da auswählt. Er dachte, er würde hilflose Kreaturen retten. Und das haben wir in Wirklichkeit auch getan. Gerettet? Wovor habt ihr sie denn gerettet? Wir haben euch vor der Pest gerettet. Welcher Pest? Hol mich hier raus und ich erklär's dir. Warum sollt ihr den Junge auswählen, wen ihr rettet? Selbst unsere beste Technologie kann nicht die Instinkte eines Jungen wie Shay ersetzen. Doch. Also nicht in seinem Alter. Das ist ja gar nicht wirklich. Das Sprechen fällt mir schwer. Nimm das von mir runter, dann erkläre ich dir alles. Warum hast du mich die Letzte genannt? Du warst die letzte Kreatur, das letzte Ziel unserer Rettungsmission. Shay schien mehrmals besonders interessiert an dir zu sein. Okay. Warum habt ihr mich ausgewählt? Ich vermute, er hat deine Stärke gespürt, deinen Geist. Ich hoffe, dass er recht hatte. Wo sind die anderen Maiden, die ihr gerettet habt? Sie sind in Sicherheit. In Sicherheit. Sobald wir wieder die Kontrolle über das Schiff übernommen haben, können wir sie befreien. Wo fliegt das Schiff hin? Vermutlich zurück zu seinem Heimathafen, um uns seinen Herren auszuliefern. Okay. Können wir das Schiff stoppen? Ja, aber nur, wenn wir in den Kontrollraum kommen. Sie hat die Tür mit einer Art Notverriegelung versperrt. Nur sie kann die Tür von innen öffnen. Okay. Kannst du eine der verriegelten Türen auf diesem Schiff öffnen? Naja, meine Arme stecken fest. Aber ich glaube, ich kann diesen einen Knopf da drücken. Oh. Das ist alles, was ich tun kann. Danke. Damit kann ich arbeiten. Bist du ein Wolf? Hey, warte, du bist ein Wolf. Tut mir leid, ich hatte einen wirklich seltsamen Tag und es wird immer schwieriger, seltsame Sachen sofort zu erkennen. Das ist eine lange Geschichte, aber wenn du mir hier raushilfst, verspreche ich dir, dass ich dir alles erkläre. Ich muss los. Geh in den Kontrollraum. Das ist die einzige Möglichkeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ich will diesen Kerl nicht befreien, solange ich nicht 100% sicher bin, wer er ist. Okay, dann befreien wir ihn nicht. Dann gehen wir mal weiter. So einfach ist das. Oder?
Diese Tür ist abgeschlossen. Was sie da drin wohl verstecken? Die Maiden? Keine Ahnung. Sieht aus, als würde hier ein Tier schlafen. Vielleicht der Wolf? Merrick? Oh, ah ja, hier. Sieht aus wie in einem Museum. Nach einem Tornado. Ich frage mich, was ich hier drin wohl über das Kind erfahren kann. Ja, hier gibt's ja diese ganzen Kinderspielsachen. Ich wette, irgendjemand wollte Socken stricken, die aber viel zu lang wurden. Und so ist die Schlange entstanden. Ah. Ah. Können wir doch die Schlange, Mr. Knuddel. Das ist zumindest eine Entschuldigung. Seine Kindheit war ganz schön merkwürdig. Feuerwehrmann? Was für ein trauriger Sack. Ja. Sieht aus wie eine Nachricht, die von einem Kind geschrieben wurde. Liebe Stiefelfee, danke für die Stiefel. Oh, die mit den roten Streifen waren echt cool. Die grünen Stiefel mit den toten Köpfen auch. Aber nächstes Jahr kann ich bitte rote Stiefel mit toten Schädeln haben? Bitte, bitte, bitte. Danke, rote mit Shay. Toten Schädeln. Meine Güte, auch noch Ansprüche. Na ja, klar. Kinder halt. Ich frage mich, ob er seinen ersten Zahn verloren hat, weil er einen sich bewegenden Rührbesen abgeleckt hat. So wie ich. Eher nicht. Zweiter Platz. Wettbewerb im Schuhebinden. Wer war der Erste? Da steht Sicherheitspreis. Kategorie Schuhwerk. Okay. Dieses Zugunglück scheint mir eine unheilvolle Vorahnung zu sein. Naja. Shays erste Weltraumstiefel. 5 Jahre. Weltraumstiefel. Ein Gemälde von etwas, das wie ein roter Stiefel aussieht. Sicherheitspreis. Stiefel. Wassersport. Shay Walter, bester Schauspieler in lila Stiefel. Das Musical. Sieht aus wie ein Krankenbericht. Medibot Krankenbericht. Entwicklung des Patienten ist normal und er ist gesund. Anders als in seinen ersten 5 Jahren ist er dieses Jahr sehr gewachsen. In nur einem Jahr ist er um 5 cm und 3 Schuhgrößen gewachsen. Die Splotch-Therapie scheint anzuschlagen. Splotch? Hallo? Hallo? Hey! Wer bist du? Ich bin Vella. Und wer bist du? Ich? Nun, ich... Oh mein Gott. Ich muss nachschauen. Es ist schon so lange her, dass mich jemand gefragt hat. Ich heiße Melanie. Bist du eine Besenkammer, Melanie? Fast. Komm rein. Ich zeig's dir. Oh... Ich zeig's dir. Gut. Und schließe deine Augen, damit deine Augäpfel beim Teleportieren nicht verloren gehen. Was? Schließ die Augen und schau nicht nach unten. Überraschung. Ich bin ein Teleporter. Jetzt erzählst du mir ein Geheimnis. Hey, wo ist der andere Raum hin? Was ist mit meinem Kopf los? Und meiner Stimme? Oh nein, ich dachte, ich hätte es repariert. Du hast meinen Kopf größer gemacht. Sorry, Schätzchen, das dauert nur kurz. Lass mich einfach von dir zurück teleportieren und ich korrigiere das. Das ist seltsam. Nee, nee, das ist normal. Was haben wir hier? Hallo? Weißt du, sie hat nicht viel gesagt, seit das Schiff angegriffen wurde. Ich hoffe, es ging ihr gut. Oh, dann... Sie macht nur viel Wirbel, weil sie eine besondere Wartung haben will. Hör auf damit, Nadine! Okay. Hallo? Wer will zum Steuerbordkorridor? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Dann gehen wir halt da rein. Bitte zähle deine Finger und Zehen, bevor du den Teleporter verlässt. Oh. Da ist mein alter Kopf wieder. Bist du sicher? Ich finde
finde, er ist immer noch ein bisschen zu groß. Ja, das ist alles Gehirn. Schon gut, schon gut. Okay. Vielleicht ist der wirklich zu... Ich weiß gar nicht, ob der jetzt immer noch zu groß ist. Ich probiere mal was. Und zwar gehe ich erstmal zur Mutter. Wenn das nicht passt, noch einmal zurück teleportieren und dann zur Mutter. So einfach ist das. Eigentlich da rein, da rein. Hallo da drin. Hallo. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Ja, ich bin's. Shay. Deine Stimme hört sich so seltsam an. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich Shay bin, dann gehe ich eben. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Mein Sohn würde das verstehen. Vielleicht. Okay, das passt nicht. Dann noch. Ich kann da draußen nichts erkennen. Ja, das fliegt auch viel zu schnell durch. Da kann man halt nichts erkennen. Dann werden wir einfach nochmal hier zurück teleportieren. Nein, nein, nein. Ach so, ja. Nein, 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 weil ich muss erst zurück. Da muss ich nicht hier rein, sondern durch die andere Tür zurück. Da. Das Ding ist ja nun auch nicht blöd, ne? Komm. So. Da zurück. Hallo. Zurück zum Nexus. Dieses ganze Teleportieren, ey. Kopfgusser gemacht. Keine Sorge, Schätzchen, das dauert nur kurz. Ja. Große Köpfe sind auch gut. Also einmal wieder zurückrennen. Und dann auch noch so schnell. So. Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Höre ich mich jetzt eher wie Shay, ich meine, wie ich an? Vielleicht, aber deine Stimme hört sich so seltsam an. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich Shay bin, dann gehe ich eben. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Mein Sohn würde das verstehen. Vielleicht. Hallo da drin. Wer ist da draußen? Ich kann dich kaum hören. Alles in Ordnung. Du kannst jetzt rauskommen. In Ordnung? Hast du Witze? Das Schiff brennt. Du musst hier raus. Ich weiß, dass das Schiff brennt, deswegen bleibe ich auch in diesem feuersicheren Raum, bis ich herausfinde, was zu tun ist. Wer ist das? Kannst du diese Tür öffnen? Ich könnte, aber das tue ich nicht. Nicht, bis ich weiß, wer du bist. Ist das Mokshotras Gehirn? Was? Mokshotras Gehirn? Den Zug abschalten? Ich habe jeglichen Kontakt zum Zug verloren. Zug? Höre ich mich jetzt eher wie Shay, ich meine, wie ich an? Vielleicht, aber deine Stimme hört sich seltsam an. Wenn du mir nicht glaubst, dass ich Shay bin, dann gehe ich eben. Ich weiß nicht, was ich jetzt glauben soll. Mein Sohn würde das verstehen. Vielleicht. Okay, vielleicht muss ich einfach anders durch die Dinger durch. Durch die Teleportertüren da. Also einmal nochmal zurück hier. Hallo Mel. Zurück in die Müllkammer. Müllkammer. Es macht so viel Spaß, neue Leute auseinanderzunehmen. Oh, da ist mein alter Kopf wieder. Ich dachte, das ist die Heldenkammer. Jetzt ist es auf einmal die Müllkammer.
So. Wir werden jetzt hier aber erst gleich den Part beenden. So, einmal hier nochmal durch. Mal gucken, was haben wir hier sonst noch? Warte, ist das echt? Gut, das ist definitiv eine Attrappe. Ja, das ist eine Attrappe. Ich glaube, hier geht's auch nicht weiter. Warum sollte das jemand hier hin tun? Das sieht ziemlich schwer aus. Gut, dann beenden wir erstmal den Part. Ach, hör auf, so traurig zu schauen, Mokra. Das hast du dir selbst eingebrockt. Und dann beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle hier weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ihr könnt natürlich den Kanal gerne abonnieren, um nichts zu verpassen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch noch irgendeinen Kommentar da lassen, um was zu lassen halt, ne? Bis dann und ciao, ciao.